Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, aber ich habe gerade auf meinem Kanal gesehen, dass ich inzwischen schon fast 800 Abonnenten habe. Oh mein Gott. Und ich weiß nicht, das hat mich motiviert, jetzt mal kurz eine Pause einzulegen und Musik zu machen. Nein, was aufzunehmen. Und wie ihr hier oben schon seht, habe ich jetzt gerade eben die Giraffen gekauft und bin mal in dieses Babyhaus gegangen. Und ich habe hier eigentlich noch nicht viel gemacht, außer sie mal was trinken zu lassen. Mal gucken, ob das nochmal klappt. Jetzt hat sie wahrscheinlich keinen Durst mehr. Sie läuft apathisch im Kreis. Das ist beunruhigend. Ich glaube, die wollte mit dem Ball spielen. Da gucken wir jetzt mal diesen hier. Musikball. Ich schüttel und schüttel. Oh, da freut sie sich. Wenn Giraffen galoppieren, habt ihr das mal gesehen? Das sieht so lustig aus. Das sieht so aus wie in Zeitlupe, weil die so lange Beine haben. Und es sieht aus wie Pferde, nur halt ganz langsam. Obwohl sie viel schneller sind. Huch, sie hat den Ball weggeglitscht. So, jetzt ist er weg. Ach so, jetzt wird's den anderen Ball. Okay. Den da. Hui. Voll gegen den Kopf. Ja, da ist er doch. Ja, da ist er doch. Die kann fast 180 Grad den Kopf drehen, während sie läuft. Das ist ein bisschen unheimlich. Oh, was will sie? Was will sie? Habe ich was gemacht? Ah, ich kann mit W und S auf der Tastatur kann ich reinzoomen. Interessant. Was läufst du denn so rückwärts? Hol den Keks. Was bist du denn drauf? Ja, hier, Möhrchen. Ew. Das kam unerwartet. Eine Giraffenriesenzunge. Ja, nun, ja, bitte. Da, ich werf die da hin. Hol die. Hier, hol die. Da. Oh, da ist der Ball. Oh mein Gott. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, eine Schmetterlingsgiraffe oder sowas. Die haben doch auch so lange Zungen. Moonwalk vorwärts? Was ist das? Und jetzt geht sie in die Knie. Oh, ah, sie wird müde. Ah, das ist wie diese niedlichen kleinen Tierchen, die so fast umkippen. So in der Art. Irgendwie. Und ihr Bein ist gebrochen. Was? Was tut sie da? Oh, jetzt ist sie wieder wach. Das war ein kurzes Nickerchen. Einmal kraulen. Das klingt lustig. Jetzt schläft sie wirklich. Okay. Was haben wir denn hier noch? Eine Rassel. Ein Softball. Essen. Wir können wieder Seifenblasen machen. Joa. Okay. Eine schlafende Giraffe ist natürlich relativ langweilig. Ich könnte natürlich mal eine große Giraffe machen und in das große Giraffengehege mal gehen. Weil wenn die jetzt hier schläft, ist ja doof. Gehen wir mal raus. Ja, ja, ja. So. Hände reiben. Und jetzt machen wir eine große Giraffe. Den machen wir am besten auch wieder irgendwie total abartig bunt. Wieder bearbeiten. Jetzt, was machen wir denn? Verbessern. Mal zufällig, da sind ja manchmal auch schon lustige Sachen. Die machen immer so mit der Zunge. Oh, okay. Erinnert mich an einen Koala. Die ist lustig. Oh mein Gott. Okay. Die ist irgendwie niedlich. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Seht ihr das?
ein Opaka? Nein, wie heißen die? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Diese Dinger. Das sieht auch aus wie ein Indianer und ein Dino. Ich weiß auch nicht. Das sind sehr seltsame Mischungen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde es schade, dass man bei diesen zufällig nicht auf zurückgehen kann. Könnte man eine nehmen, die man vorher hatte, die man gut fand. Und so ist man neugierig und klickt die ganze Zeit weiter drauf. Und dann wird es irgendwie immer schlimmer. Hier diese Kuhle von vorhin. Also eine hatten wir. Oh Gott, es wird immer ekliger. Schwarzlichtgiraffe. Und jetzt so einen komischen Kopf. Oh mein Gott. Okay, ich muss mich jetzt mal langsam für irgendeine entscheiden. Aber das ist auch so lustig. Ich will so eine mit Pünktchen. Gib mir mal eine mit Pünktchen. Und zwar nicht so eine komische Dürre. Ich sagte nicht so eine Dürre. Oh mein Gott. Guck mal, die macht Aerobic hier. So Stulpen. Komm, jetzt gib mir mal eine hübsche. Okay, die hat Punkte immerhin. Wir könnten ja die Farben verändern, aber ich bin wählerisch. So, suchen uns jetzt eine schöne aus. Oh mein Gott! Ich kann mich nicht entscheiden. Die hat Punkte, so, die ist gut. Jetzt gucken wir mal bei den Farben. Irgendwas Schräges. Ihr könnt mir ja mal Farben vorschlagen. Wir haben noch, was ist das, was wir noch haben? Irgendwelche Tiere haben wir noch, die ich freischalten muss. Ich guck gleich mal. Und dann könnt ihr mir mal sagen, in was für Farben ihr die gern so hättet. Oh mein Gott! Ja. Ich bin hin und her gerissen. Echt schräg. Eine Eisberggiraffe. Das sieht alles irgendwie total seltsam aus. Oh, in Schwarz. Okay. Ja, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier noch? Es ist sehr langweilig. Ich muss schon irgendwie ein bisschen bescheuert aussehen. So, jetzt das da. Ja, das machen wir mal so. Irgendwas Pinkiges. Hatten wir hier nicht noch mehr Pink? Irgendwie fehlt mir so ein richtig knalliges Pink. Wir haben hier nur so ein komisches Rosa. Sieht auch seltsam aus. Ich will es ja jetzt auch nicht zu ewig machen. So, und das sind wahrscheinlich die Augen. Gibt es irgendwas Gruseliges? Wow, okay, das ist gruselig genug. Ja, ich würde sagen, hübsche Farben. Ach ja, hier kann man das ja noch heller und dunkler machen. Ja, das soll ja schön gruselig hell sein. Okay, zurück. Oh mein Gott, die Hörner. Ja, was gibt's denn da? So ganz kleine. So mega fette. Sehen aus wie Pilze. Oh, Hellboy, einmal abgestumpft. Boah, die sind gut. Und hier, die sehen richtig aus wie ein Schmetterling. Ja, nehmen wir mal sowas Normales. Und Ohren, Mähne. Mähne, was gibt's bei der Mähne noch so? Hui! Bundeswehr? Dino? Oh mein Gott. Okay. Ja, das sieht lustig aus. Das nehme ich jetzt. Ach ja, das reicht so. Fertig.
fertig. Ja, speichern. Perfekt. So, jetzt geht's aber los. Hey, das hat gedauert. Oh mein Gott. Ja, das sieht echt lustig aus. Da kommt sie angelaufen. Du bist ein bisschen größer als die Kleine. Jetzt läufst du gleich oben mit dem Kopf aus dem Bildschirm raus. Hallo. Du grinst aber lustig. Ich kann deinen Kopf gar nicht sehen. Jetzt kommt sie nach vorne. Hallo. Du machst aber lustige Geräusche. Ich sehe deinen Kopf nicht. Da liegt ein Blümchen. Die läuft lustig. Starks, starks. Jetzt kommst du wieder an. Okay, was ist das? Ein Giraffenspielzeug. Also ich will ja nicht derjenige gewesen sein, der das Laufen von diesen Tieren animieren muss. Stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Also wir haben jetzt 16 Münzen. Ich brauche, ich glaube, wieder 50, um das letzte Gehege noch zu kaufen. Also da müsste ich ein bisschen was freispielen, sonst kann ich das nämlich vergessen. Wie das rumfliegt. Wie sie sich freut. Okay, was willst du jetzt? Was willst du jetzt? Ich kann hier die Bäume wackeln lassen. Sehr gut. Ein Keks. Da bitteschön. Gucken, ob die das jetzt hinkriegt. Wieder diese gruselige Zunge. Yay, wir haben Münzen. Okay, jetzt neuer Ball. Jawohl, noch mehr Münzen. Ausgezeichnet. Ja, warum nicht? Okay, wir machen das diesmal random. Ich mach das jetzt nicht wieder so ewig. Ein neues Tier. Das da. Ja, nehmen wir einfach mal so. Spielen. Sonst bin ich die ganze Zeit nur Tiere am Bund machen. Guten Tag. Wollen wir die mal begrüßen? Nicht? Doch. So, direkt wieder was kassiert, ausgezeichnet. Hallo, Tag auch. Ja, du bist eifersüchtig, ne? Jo. Sehr gut. Ich finde das ein bisschen gruselig, wenn die so riesig da vorne steht, aber was soll's. Ah, hier ist die Musik. Da glitzert's. Gib mal einer dahin. Das sieht süß aus. Liebe und Hochzeit. Und die Musik finde ich gut. Na, ist das ein Ring? Willst du mich heiraten? Oh, ein Ring. Ja, gib mal her. Ja, gib mal her. Dankeschön. Wow, ein Diamantring. Was die Leute hier so verlieren. Da hat wohl eine Nein gesagt und wütend den Ring weggeschmissen. Jetzt spielen sie beide gleichzeitig. Da geht's voll ab. Huch. Voll weggeflogen. Und, kommen sie hinterher? Jawohl. Boah, die Große ist aber voll dreckig gerade. Oh mein Gott. Ich glaube, da muss ich mal sauber machen. Hier glitzert's wieder. Komm mal dahin. Nee, er gibt jetzt keinen Keks, muss jetzt arbeiten. Tu mal was für deinen Lohn. Noch ein Diamantring? Alter Schwede, wie viele Heiratsanträge werden denn hier gemacht? Joa, noch ein Diamantring. Oh mein Gott. So, du wirst jetzt mal gewaschen. Das geht ja gar nicht mehr. Das sieht ja aus. Hier, bleib mal hier. Hallo. Mal schön den Popo sauber machen.
Doch mal stehen, Junge. Oder Mädchen, ich weiß gar nicht. Was bist du denn? Ich habe denen nicht mal einen Namen gegeben. Ich weiß gar nicht, wie meine Giraffen heißen. Hörst du auch? Ah, du bist auch pottdreckig. Was macht ihr denn nur? Ihr seid so weit oben. Ihr könnt euch doch gar nicht da unten rumwühlen. So ein dreckiges Tierchen. Das kriege ich ja nie wieder sauber. Habe ich auch gerade keine Lust zu. Ja, wir brauchen hier diesen Wasserstrahlschlauch-Dings. Spielset-Bausatz. Ja, was können wir denn hier bauen? Hohe Ziele. Haben wir natürlich keine Münzen, aber das sieht lustig aus. Das bauen wir jetzt. Interessant. Huch, was ist das? Ein Rhino-Ball. Da geht's ab. Ach, hier ist noch sowas. Tief freut sich. Okay, kann ich hier irgendwie draufdrücken? Kann ich da irgendwas mitmachen? Jetzt geht sie dahin, die Kleine. Geh mal schneller! Mampf, Mampf. Ja. Aha, keck und wackelig. So heißen die. Sehr interessant. Sehr super Namen. So, und hier? Aha. Okay, jetzt habe ich so einen Luftballon abgeschossen. Keiner interessiert sich dafür. Ich kann den so hauen, dass der durch die Gegend fliegt. Na? Interessant. Nicht? Jetzt habe ich extra sowas gebaut und Münzen ausgegeben. Was ist mit der? Vergiftet? Schmutzig? Okay, das müssen wir scannen. Scanner. Unsere Giraffe stirbt. Auf dich zu bewegen. Nicht bewegen. Na super. Grandios. Wir sind so schlau. Da. Irre. Irre. Ja, also ich brauche noch 20 Münzen. Die muss ich jetzt irgendwie freispielen. Indem ich die hier bespaße. Und dann kann ich... Ach, was war denn das letzte? Koalas hatten wir schon. Tiger oder sowas? Irgendwie sowas. Da liegt noch ein Ball. Für den interessiert sich wohl keiner. Joa, du willst geputzt werden, okay. Es gibt bestimmt Punkte. Jetzt läuft sie wenigstens mal nicht weg. Ja, streck mir schön den Po hin. Mein Gott, das dauert aber ewig.
Man muss sich echt kleinere Tiere aussuchen. Wer hat denn bitte dieses Po-Gewackel animiert? Also echt jetzt mal. Die nehmen es aber sehr genau. La 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 la. Pferde zu schrubben dauert nicht so lange. Bis ich mit dem einen Teil fertig bin, ist der andere Teil schon wieder dreckig. Ich finde, das reicht. Ernsthaft. Sauber genug. Da oben an den Kopf kommt doch auch kein normaler Mensch ran. Aha, danke schön. So. Das sieht sauber aus. Wie jetzt? Keine Punkte? Du bist doch sauber. Einmal knuddeln. Oh toll, eine Münze. Oh, zwei Münzen. Wow. Irre. Was diese Dinger ein bisschen machen sollen, das weiß ich immer noch nicht. Sollen die Luftballons da reintun oder so? Oh, diese war auch pottdreckig. Oh mein Gott. Die war mal hell. Die andere schläft. Kriegst du die jetzt wecken? Large. Dass wir hier was gebaut haben, hat irgendwie gar nichts gebracht. Jetzt machen wir die mal ein bisschen sauber. Jetzt haben wir ja diesen tollen Wasserstrahl. Was willst du für ein Ding? Ist das irgendwie so ein Kalkstein oder sowas? Scheint so. Ja, wie die sich im Kreis dreht. Und weg ist sie. Ja, wir brauchen das Saugedings. Ausgezeichnet. Was auch immer das ist. Gucken, was ist das denn? Irgendwie so ein Salzdings? Was ist das? Ein Salzleckstein. Ja, hab ich mir gedacht. Eine gefrorene Möhre, die können wir auch mal dahin schmeißen. Die kann man gar nicht im Überblick behalten, so wie die hier rumlaufen. Jetzt wird es ein bisschen langweilig. Gibt es hier eigentlich Wasser? Die haben gar kein Wasser. Die armen Tierchen. Die rennen nur wie bescheuert rum. Gibt es hier wieder was Glitzerndes irgendwo? Guck mal, wie die auf mich zukommt hier. Am Grinsen. Die will knuddeln. Joa. Nö. Ich schmeiß denen jetzt einfach voll viel Spielzeugs und Gedöns hier hin.
Da ist den Keks. Keks essen, Keks essen. Rückwärts gehen kannst du auch, wenn es Spaß macht. Ey, du wolltest doch mit dem Ding spielen. Du mach das auch. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo wer ist. Seifenblasen haben wir ja noch nicht gemacht. Mal gucken, was das bringt. Hier, guck mal, Seifenblasen. Seifenblasen! Okay. Da, bitteschön. Jung. Ich hätte gerne eine Giraffensuchfunktion. Okay, also ich werde mal Punkte sammeln und dann schauen wir weiter.